Chordamp nennt François Knötze sein Werk, das eine zentrale Position in der Ausstellung Digital Imaginaries einnimmt. Die komplexe Arbeit setzt sich mit weltumspannenden Rohstoff- und Produktionszyklen auseinander. Die Demokratische Republik Kongo, der Senegal, China, das Silicon Valley und Westeuropa stehen im Fokus. Knötze beleuchtet den Widerspruch zwischen der Technologieversessenheit westlicher Länder und der Ausbeutung Afrikas. Entstanden ist die Arbeit im Rahmen des Projektes Digital Imaginaries. Knötze hat an allen drei Standorten des Rechercheprojektes gearbeitet und ausgestellt. Dakar, Johannesburg und Karlsruhe. Die Künstler sollten gemeinsam mit Wissenschaftlern, Schriftstellern und Kuratoren vorherrschende digitale Vorstellungswelten hacken und alternative digitale Lebensweisen vorschlagen. So ließen das Architektenduo DK Oseo Asare und Yasmin Abbas ein Spacecraft im ZKM landen. Ihr Raumschiff ist ein Ort, an dem Wissen über fachliche Grenzen hinaus ausgetauscht wird. In Karlsruhe wurden in einem Workshop Luftsensoren gebaut. Damit wurde die Luftqualität in Karlsruhe mit der der ghanaischen Hauptstadt Accra verglichen. Dafür haben das FabLab und OKLab aus Karlsruhe mit der Agbog Bloshi Makerspace-Plattform aus Ghana zusammengearbeitet. Eine Parodie auf die stereotype Erwartungshaltung des Westens präsentiert das Nest Collective. Das Künstlerkollektiv aus Nairobi spielt mit dem inflationär gebrauchten Label des Afrofuturismus für die Kunst. Exactly. Mm-hmm. Exactly. Okay, now seriously. Okay, I'm ready. I'm ready. Chukua raka kabla yanguke. Ola Lekan J. Fu und Wale Lawal lassen uns in eine dystopische Zukunft blicken. Sie imaginieren die Stadt Lagos in Nigeria im Jahr 2115. In einer digitalen Drei-Klassen-Gesellschaft können es sich nur Bessergestellte leisten, offline zu sein. Einfache Fischer hingegen riskieren ihr Leben, wenn sie versuchen, der permanenten Meeresüberwachung zu entkommen. When the light hits the canoe, the man and the girl are nowhere to be found. Ost, West, Süd und Nord beziehen sich nicht auf Teile der Erde, sondern auf Vorstellungen, die global verbreitet sind. Digital Imaginaries nimmt ernst, dass auch die afrikanischen Länder zu einem weltweit universellen Vokabular beitragen, das überall verstanden wird. Die in Karlsruhe geschaffenen Arbeiten sind Reaktionen auf die Arbeiten, die zuvor in Dakar und Johannesburg entstanden sind. Sie sollen zeigen, dass die Themen auch in einer deutschen Stadt relevant sind. Sie sind kein Beweis für das Anderssein, sondern fragen auch hier nach einer alternativen digitalen Kultur. You are not qualified to determine that. Forward your work to the science lab. Exit visa denied. But I know it's alive. It has to be. Look.